Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Ja, und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, Evelyn hat uns offenbar immer noch auf dem Kieker. Wir flüchten seit der letzten Folge vor ihr. Und da kommt auch direkt die Kavallerie, die wir natürlich eben kurz skippen. Und schon sind sie auch schon tot. Ja. Neues Gebiet. Und ich sehe neue Gegner. Oh, da ist ein Bossgegner. Und natürlich greifen diese Kies-Typen wieder an. So, die Kies-Leute sind jetzt tot. Wollen wir uns eben mit dem Boss da anlegen? Ich würde sagen, ja. Ist ein Boss. Und wir sollten ihn eigentlich plattpacken, ja, vom Level. Komm hier. Kurali, die Irrende. Dich machen wir alle. Ich habe auch noch gesehen, dass hier so ein paar Fledermäuse rumfliegen. Falls das neue Gegner sind, lassen wir die in Ruhe. Weil ich finde jetzt, Fleder sind nicht so sonderlich spannend. Die sind immer relativ schnell tot. Das Banner hebe ich mir noch auf. Das hätte ich besser einsetzen können. Leute, haut drauf! Warum steht ihr eigentlich so weit weg? Kommt näher! Kann doch nicht sein, dass jemand einen Kilometer von mir wegsteht. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass ich die Fusion doppelt einsetzen kann, weil sich die Technik nicht verbraten hat. Ich habe es nicht zum Schwanken gebracht. Aber es ist schon halb tot. Check! Gleich kann ich meine Angriffskette verwenden. Ich zeige euch mal die Angriffskette. Okay. Nein. Obwohl doch, gewährt allen Angreifern, dass sie mehr Angriff haben. Machen wir erstmal das. Ich stehe hier gerade ganz gut. Mit der Mio. So, der Healer, der sollte mal healen. Das wäre ganz praktisch. Kann irgendwie die jetzige Situation gerade gut ausnutzen? Ja. Tschüss! Gewaltige Woge! Okay, ich kann direkt nochmal heilen. Jetzt machen wir Blitzeschnelle. Aber erstmal wieder die Heilung. Musik ist einfach gerade viel zu krass. So. Dann werfen wir das Vieh mal um. Ich glaube, ich muss die Sprache von denen gleich mal lauter stellen. Okay, das will ich. Wäre aber nur schön, das zum Anfang zu haben. Zur Zeit für Ohnmacht. Hau rein.
2 für den tapferen Angriff. Muss der denn Stimmen lauter stellen? Auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall Schaden gedrückt. Ich habe ihn in die Wand gedrückt. Ich kann keinen Rückangriff machen. Naja, passt so schon. Er ist jetzt eh tot. Ja, wir haben den Wurm vernichtet. Und jetzt ging sogar sehr schnell. Und tschüss, Coralie. Da liegt sie. Ja, die Flatters lasse ich in Ruhe. Aber ich will die Hülle da vorne haben. Beißflatter, das sind auf jeden Fall neue Flatter. Ah, okay, und die wollen noch einen Kampf. Ich würde euch eigentlich lieber gerne ignorieren. Aber ihr seid so gesehen neue Gegner. Und ihr wollt diesen Kampf ja unbedingt. So, bei denen auf Fusionsangriffe zu warten ist unnötig. Blätters, die sterben halt wirklich schnell. Wir nur die Hülle hier eigentlich betudeln. So, jetzt habe ich die betudelt. Gib mir kurz eine Sekunde. So, aus dem Weg damit. Hier erwartet mich wieder was. Und zwar ein Kamm. Hey, Tyon, have you been here? No. Then what? The enemy's acting strangely. Something's off. Off how? Even when we engage, the other soldiers don't provide backup. It's like none of them have been given orders. You're overthinking it. I thought I was at first. Hey, Noah. Yeah, I agree with Tyon. They did seem kind of slow to respond. Oh no. Whew. Ja, da kam direkt eine Videosequenz, nachdem ich die vernichtet hatte. Und hier ist ein Lager. Oh, mit einem Hetman-Lupon. Und wir haben hier noch die Skotonto-Nebenquest zu erfüllen. Die wollte ja, dass wir zu irgendwelchen Hetman-Lupons hier kommen. Schön, dass wir es auch erledigt bekommen. Ich gucke jetzt mal nicht, was der so verkauft. Obwohl, doch, guck mir mal rein. Ich weiß, ich behalte meine Meinung sehr schnell bei. Ja. Das ist für die Verteidiger ganz nützlich. Okay, das ist gegen Gruppen extrem stark. Ich kaufe mir jeden einmal und den kaufe ich dreimal sogar. Ich kann ja mal gucken. Ah, komm. Ich habe so viel davon. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. So macht ihr Geld, Leute. Let's rest and heal up. Kann ich irgendwen aufbessern? Ja, ich kann alle um eine Stufe steigern. Nee, ich kann die Hälfte um eine Stufe steigern. Habe ich was falsch gesehen? Kann ich irgendwelche Juwelen schmieden? Da kann ich eins schmieden. Eigentlich würde ich ja die Heilkraft, soweit es geht, gerne erhöhen. Damit die Healer ordentlich was bringen.
kann ich ja die Münzen nutzen. Dann brauche ich die Materialien nämlich nicht. Dann haben die Münzen wenigstens auch mal einen wertvollen Wert gehabt. Ich muss natürlich auch gucken. Bei manchen kann ich ja so eine Stufe überspringen manchmal. Sofern ich das Zeug habe. Hier, da müsste ich jetzt nur vor diesem Raub und irgendeinem Libesch was sammeln. Na komm. Wir haben das Material. Das mit der Heilkraft sollte ich auf jeden Fall ausrüsten. Das Kochen, das geht noch. Ein Moment. Juwelen. Beide haben das Lebensgeschenk. Gut. Das ist genau das, was ich nämlich wollte, dass die Heilung auf jeden Fall auf Maximum ist. Die Trägerraupe ist bestimmt wie die ganz große Raupe, deswegen lassen wir die in Ruhe. Und die Schlänge lassen wir jetzt auch mal nach Möglichkeit im Frieden. Oh, ich sehe da auf der Karte einen Ether-Kanal. Aber ich muss mich erstmal darum prügeln. Die Schlange hat sich einfach in den Kampf eingemischt, aber ich habe sie trotzdem nebenbei verprügelt. Ja, läuft doch. So, Schlange in Frieden lassen. Und ich sehe jetzt schon eine Filmsequenz kommen. Ich sehe sie schon kommen. Also das Schier schreit doch förmlich nach einer Filmsequenz. We can get down from the left side. With any luck, we can lead them the wrong way. So unfortunate. Huh. She read us like a book. Ethel, do you really not recognize us at all? Disgusting. Huh? The sight of you things speaking the words of man. It makes my skin crawl. Huh? We'll never get through. Come off it. Just what the spark does she see us as? Goggles? She's right there. Why don't you ask her? Right, we'll get a straight answer. Ich habe es gerochen, die Filmsequenz, und ich sollte recht behalten, Leute, es sah so offensichtlich aus. Der Tschack. Der Kampf gegen die silberne Äffel. Die ist auch nicht so extrem stark, die ist nur Level 16. Okay. Er will die ganze Aufmerksamkeit, bitte, soll er haben. Mache ich den Blocker eben zuerst fertig. Stehe ich seitlich? Nein. Wartet. Mach den hier erstmal fertig. Der ist eh schon fast tot. Selbe hier. Konzentriert euch eben kurz einmal auf die hier. So. Dann hat Effe nämlich keine Unterstützung mehr. Oh, gleich haben wir die Angriffskette bereit.
Ethel, erkenn uns doch. Wir sind deine Freunde. Siehst du, die kennen sich. Tut mir leid, Ethel, aber du lässt mir keine andere Wahl. Peace Kunst. So, zuallererst. Ein Heal ist immer gut. Kann irgendwer die Situation gerade gut ausnutzen. Ich muss gerade kurz scouten. Okay. Mio steht hinter ihr. Da wäre der Klingenbohrer eigentlich ganz angebracht. Aber ich nehme auch trotzdem den Boden hier. Ja, vielleicht wäre das andere trotzdem schlauer gewesen. Okay. Er steht frontal. Fliech. So, jetzt ist die physische Abwehr runter. Ja, die sollen die gegnerische Abwehr bitte ignorieren. Sie hat keiner wirklich hier eine Fähigkeit genutzt, die hier was sonderbar bringt. Oh, er ist wieder drin. So, dann reduzieren wir noch die Wut von allen. So, ich habe das jetzt extra so gemacht, weil nach der dritten endet das immer. Oh, wir hauen richtig gut Schaden raus. Der auch noch die Abwehr ignoriert. Oh, vernichtet. She's way too good. Well, I guess we don't call a silver coat Ethel for nothing, eh? Tight pinch keeps getting tighter! Mimi? Understood. Ready? We can't. But why not? It's too powerful. We could just wind up killing her. Yes, but... What happened? She just stopped. What am I fighting against here? Maybe now. Ethel! It's me! It's Noah! Did you say Noah? Ethel! All it needs must. Consul! Wheezy! This is why I can't stand Fong. And we were just getting to the good part. What am I? Silence! You are pathetic!
suppose it's more fun this way. Well, don't you agree? It's the big bad boss. Boo! Here I come! Synchronisation. Drücke links Steuerkreuz, um den gesteuerten Charakter mit seinem Partner zu synchronisieren. Die daraus resultierende Ouroboros-Form ist sehr stark und widerstandsfähig. Okay, Taste gedrückt. Jetzt kann ich Ouroboros einfach so einsetzen. Okay, die Hitzleiste füllt sich mit der Zeit. Wenn die Hitzleiste voll ist, dann wird die Synchronisation unterbrochen. Okay. Ich muss so lange kämpfen, bis die Synchronisation weg ist. Dann machen wir den Konsul fertig. Oh, überhitzt. Machen wir erstmal den Blocker hier weg. So, weg mit ihm. Er ist hier der Fiesling. Effel wusste ja nicht mal, dass sie gegen uns kämpft. Das ist ein wunderschöner Anblick, den ich hier sehe. Ein fliegender Konsul K. War ich gleich auch mit einer Kette fertig. Oh, ich sehe was Schönes. Zack. Nur Flächenangriffe. Mach ich die Gruppe fertig. Oh, kann ich die Angriffskette mit dem nutzen? Oh, das war saftig Schaden. Nein, kann ich nicht. Aber die Angriffskette nutzen wir trotzdem. So, reduzieren wir erstmal die physische Abwehr direkt von ihm. Es sind gerade alle gut geheilt. Ich stehe nicht praktisch, dass ich ihn zum Schwanken bringen könnte. Ah, ich hätte mehr Punkte gebraucht. Tschüss. So, Kriegskunst. So, damit ist die physische Abwehr schon mal runter. Oh, ich kann mir wieder direkt die tapferen Angriffe hier nutzen. Okay, machen wir mal alle Abwehr runter. Das war sehr, sehr guter Schaden. Oh, das hat sogar eine Gruppe getroffen. Ihr müsst auf jeden Fall mit der nächsten Kette sterben. Blitzschuss schnelle! So, natürlich erst ihn hier. Ich hoffe, ich kriege noch genügend Punkte durch. Vernichtet! Nimm das, du blöder Konsul. Your fate was sealed when you rose against us.
Gehen wir davon aus, dass jetzt wieder eine Filmsequenz kommt, weil das ja ein Boss ist. Ja Leute, hier ist der heutige Part dann jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Ich entschuldige jetzt für den Cliffhanger, der jetzt hier mal wieder entsteht. Aber Leute, der Part wäre sonst halt leider viel zu lang. Es wird hier beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weitergehen. Ich wünsche euch dann jetzt hiermit noch einen traumhaften Tag. Ciao!